So, wir sind zurück im Familienbad Ohlsdorf und wir machen wieder ein Schwimmtechniktraining mit, diesmal für Fortgeschrittene. Ich bin sehr gespannt. Letztes Mal war es schon anstrengend. Ich glaube, heute wird noch mal eine Schippe draufgesetzt. Aber bevor wir zur Sache kommen, lass uns mal endlich vom Dreier springen. Das wollte ich die ganze Zeit machen. Kleines Warm-up. Okay. Sportliches Schwimmen ist relativ leicht zu lernen. Grundsätzlich gibt es vier verschiedene Schwimmtechniken. Brustschwimmen, Kraulen, Rückenschwimmen und Delfin. Bederland bietet Kraul- und Rückenschwimmkurse an, bei denen man die jeweiligen Techniken ohne großes Vorwissen üben und trainieren kann. Es gibt Anfänger-, Aufbau- und Fortgeschrittenenkurse, die aufeinander aufbauen. Die Kurse dauern je eine Stunde und werden in vielen Bädern in Hamburg angeboten. Wenn ihr mindestens 18 Jahre alt seid, könnt ihr an den einzelnen Kursen teilnehmen. Für einen Kraul-Technik-Anfängerkurs solltet ihr sicher schwimmen können. Ihr müsst aber noch nicht kraulen können. Hier lernt ihr die Grundlagen des Kraulschwimmens. Einen effektiven Armzug zum Beispiel, einen kraftvollen Beinschlag, einen vielfältigen Atemrhythmus und die Gesamtkoordination der Bewegung. Atmung, Beine, Arme, Wasserlage und Gesamtkoordination. Das wird alles einzeln geübt, weil es am Anfang doch ein bisschen viel auf einmal ist und man sich auf jeden Part einzeln gut konzentrieren sollte. Wir starten mal mit dem Atmen. Das ist für uns unerfahrene Schwimmer meistens auch das Schwierigste. Danach lernen wir im flachen Wasser, wie wir bei der Atmung den Kopf ins Wasser nehmen, wie wir ihn dann drehen und wie wir ins Wasser ausatmen. Um ein gutes Körpergefühl im Wasser zu entwickeln, machen wir den Seestern. Das ist erstmal gar nicht so einfach, wie es vielleicht aussieht. Macht aber Spaß. Den kraftvollen Beinschlag trainieren wir mit und ohne Schwimmbrett. Um sich ganz genau auf den Armzug konzentrieren zu können, wird beim Training der Pullboy eingesetzt. Das Teil klemmt man sich zwischen die Beine. Die haben dann Auftrieb und sind ruhig gestellt. Die Paddles benutzen wir, damit wir die Handhaltung unter Wasser genau spüren und sofort merken, wenn etwas falsch läuft bzw. schwimmt. Wow, und die Flossen bringen richtig Spaß. Sie geben ein gutes Gefühl dafür, welche Geschwindigkeit man im Wasser bekommen kann. Jetzt haben wir alle Teilbewegungen des Kraulens detailliert geübt. Dann muss es ja nur noch in der Koordination funktionieren. Um den Kraul-Technik-Anfänger-Aufbaukurs zu belegen, solltet ihr 25 Meter kraulen können. Hier werden die Grundlagen aus dem Anfängerkurs vertieft. Die Gesamtkoordination wird weiter geschult und so könnt ihr am Ende des Kurses 4 25 Meter Bahnen am Stück kraulen. Und die spektakuläre Rollwende unter Wasser wird hier auch trainiert. Wenn man es richtig drauf hat, dann sieht es auch richtig fett aus. Und auch wenn wir nicht für den Wettkampf trainieren, so ein Startsprung sieht auch richtig geil aus. Deshalb zeigen wir das hier auch. Nice. Bederland bietet auch einen Anfängerkurs fürs Rückenschwimmen an. Der ist praktisch gleich aufgebaut wie der Kraultechnikkurs für Anfänger, da beide Techniken im Grunde genau gleich funktionieren. Nur eben umgedreht. Die Übungen in allen Kursen bauen aufeinander auf, deshalb solltet ihr möglichst alle Einheiten mitmachen. Ihr könnt also nur den kompletten Kurs buchen. So, wir sind fertig, fix und fertig sogar. Zwei erfolgreiche Schwimmtechniktrainings hinter uns und wir hatten eine Menge Spaß und haben echt viel gelernt. Echt viel. Ich fühle mich fast noch wie ein Profi-Schwimmer, würde ich sagen. Ihr könnt übrigens auch online den ganzen Überblick sehen, alle Schwimmtechnikkurse und auch buchen. Genau, bederland.de ist eure Homepage und da findet ihr auch die Infos zum Schwimmclub. Der ist nämlich Weltklasse, muss man sagen. Da könnt ihr vor allen anderen in die Schwimmbäder rein, also vor der Arbeitszeit, ab 6.30 Uhr möglich in ganz, ganz vielen Schwimmbädern hier in Hamburg. Wir sind jetzt raus, gehen warm duschen. Geil, dass ihr bei Baywatch dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.